In diesem Video sollen Ihnen einfache Übungen für die erste Zeit nach einer Hüftimplantation vermittelt werden. Beachten Sie, dass zur besseren Orientierung die linke Hüfte mit einem gelben X als die operierte Seite dargestellt wird. Als erstes bewegen Sie die Vorfüße aus den Sprunggelenken kräftig auf und ab. Ziehen Sie die Vorfüße hoch, drücken Sie die Knie in die Unterlage und spannen Sie das Gesäß an. Halten Sie diese Position 5 Sekunden lang. Ziehen Sie nun die Vorfüße locker hoch und schieben Sie abwechselnd jeweils ein Bein in die Länge. Die Kniegelenke bleiben dabei gestreckt. Stellen Sie das nicht operierte Bein auf und beugen Sie das operierte Bein. Achten Sie dabei darauf, dass die Ferse nicht gehoben wird, sondern auf der Unterlage gleitet. Stellen Sie nun beide Beine auf und bewegen die Vorfüße auf und ab. Ziehen Sie die Vorfüße hoch und drücken Sie abwechselnd jeweils eine Ferse in die Unterlage. Nun heben Sie das Becken an und verteilen Sie dabei das Gewicht gleichmäßig auf beide Beine. Halten Sie diese Position ein paar Sekunden und senken Sie danach das Becken langsam wieder ab. Legen Sie sich auf die nicht operierte Seite, so dass das operierte Bein oben ist, und beugen Sie beide Beine an, so dass die Hüftbeugung einen rechten Winkel nicht überschreitet. Heben Sie das obere operierte Bein in gebeugter Position an. Strecken Sie das obere Bein aus und heben Sie es gestreckt an. Achten Sie dabei darauf, dass die Zehen leicht nach unten zeigen. Heben Sie das obere Bein an und beugen und strecken Sie es. Achten Sie dabei darauf, dass das Hüftgelenk nicht über 90 Grad angewinkelt wird. Stellen Sie sich aufrecht hin, halten Sie sich zur Sicherheit wo an und achten Sie darauf, dass Ihr Gewicht gleichmäßig auf beide Beine verteilt ist. Drücken Sie sich nun in den Zehenstand hoch. Das Gewicht sollte weiterhin gleichmäßig auf beide Füße verteilt sein. Beugen Sie als nächstes langsam beide Knie, halten Sie dabei den Rücken gerade und neigen Sie den Oberkörper leicht nach vorne. Stehen Sie nun auf dem nicht operierten Bein und strecken Sie das operierte Bein zur Seite. Achten Sie dabei darauf, dass dabei die Zehenspitzen nach vorne schauen. Bleiben Sie weiter auf dem nicht operierten Bein stehen und strecken Sie das operierte Bein nach hinten. Der Oberkörper bleibt dabei weiterhin aufrecht.
beugen Sie das operierte Bein an und ziehen Sie das Knie hoch bis zu einer maximalen Hüftbeugung von 90 Grad. Beugen Sie das operierte Bein und ziehen Sie die Ferse zum Gesäß. Setzen Sie sich aufrecht auf eine nicht so tiefe Sitzgelegenheit hin. Beginnen Sie abwechselnd Ferse und Zehenspitze anzuheben. Heben Sie Zehenspitzen beider Füße an und drücken Sie abwechselnd die Fersen in den Untergrund. Heben Sie abwechselnd jeweils ein Bein etwas hoch, so als ob Sie im Sitzen gehen würden. Achten Sie dabei darauf, dass die Hüfte nicht über 90 Grad gebeugt wird. Strecken Sie abwechselnd jeweils ein Bein nach vorne. Um die Hüfte nicht zu stark zu beugen, sollte der Oberschenkel möglichst nicht mitgehoben werden. Klemmen Sie ein gefaltetes Handtuch oder einen kleinen Polster oder ähnliches zwischen Ihre Knie und drücken Sie beide Knie fest zusammen. Halten Sie diese Position ein paar Sekunden und lassen Sie dann langsam wieder los. Wickeln Sie ein Gymnastikband oder einen nicht zu schmalen Stoff wie Schal, Handtuch oder Bademantelgürtel um beide Oberschenkel und drücken Sie beide Knie gegen den Widerstand auseinander. Achten Sie darauf, dass nur wenig Bewegung entsteht und halten Sie die Position jeweils wieder ein paar Sekunden.